Herzlich willkommen zum Update. Diese Woche war viel los und jetzt kommen die Highlights. Starten wollen wir mit guten Nachrichten für die Kleinsten. Um Kindern spielen mehr über Pflanzen und Natur beibringen zu können, haben wir dafür gesorgt, dass Schulen und Kitas Fördermittel beantragen können für Hochbeete. So wollen wir sie dabei unterstützen, mehr über den bewussteren Umgang mit Lebensmitteln zu vermitteln, Lebensmittelverschwendung vorzubeugen und natürlich das Wissen über die Natur- und Pflanzenwelt zu stärken. Und nicht zu vergessen, das eigene Obst und Gemüse schmeckt immer am besten. Corona hat unsere Welt richtig ins Wanken gebracht. Viele Branchen haben eine richtig harte Zeit in den letzten 2 Jahren durchgemacht. Auch unsere Vereine. Und für die haben wir jetzt eine richtig gute Nachricht. Denn das Programm Neustart Miteinander wurde verlängert, das Sonderprogramm Heimat wurde verlängert und ein neues Förderprogramm wurde beschlossen, Zukunft Brauchtum. Dafür stehen jetzt 50 Millionen Euro zur Verfügung. Bei Neustart Miteinander wird die Fördersumme von bisher 5.000 Euro pro Veranstaltung auf 10.000 Euro pro Veranstaltung verdoppelt. Es gibt aber auch gute Nachrichten für Kunstschaffende, nämlich eine neue Förderrunde mit Stipendien, die dritte mittlerweile. 15.000 Stipendien, 1.000 Euro im Monat, ein halbes Jahr lang. Die dafür benötigten 90 Millionen Euro kommen aus dem Corona-Rettungsschirm. Mit der Fortführung dieser Förderung bleibt die NRW-Koalition ein verlässlicher Partner für die Kunstschaffenden hier in Nordrhein-Westfalen. Wer mehr Informationen haben möchte, der schaut unten in die Beschreibung, da haben wir euch eine Linksammlung zusammengestellt. Stellt euch mal vor, ihr werdet Opfer einer Gewalttat. Ihr steht tapfer das Gerichtsverfahren durch, bekommt auch Recht zugesprochen, doch am Ende gibt es keine Entschädigung. Das ist ein großes Problem, denn die Täter sind oft mittellos und Opfer gehen in dem Fall leer aus. Denn wo nichts ist, kann man auch nichts holen. Um das zu ändern, werden wir eine Stiftung Opferschutz ins Leben rufen, die genau bei diesem Problem aushelfen soll. Was Opferschützer zu diesem Vorschlag sagen und was genau geplant ist, das könnt ihr in einem von unseren Videos sehen. Den Link dazu, den gibt es unten in der Beschreibung. Vielleicht ist euch dieses grüne Band hier am Donnerstag an verschiedenen Stellen aufgefallen. Es ist ein Symbol für den Tag der Kinderhospizarbeit. Es steht für Solidarität und für Verbundenheit. Also ein grünes Band, das verbindet. Auch wir als Fraktion möchten natürlich diese Aktion unterstützen und auf die wichtige Arbeit der Kinderhospize hinweisen. Sie sind für viele Eltern eine große Stütze, denn sie spenden Trost, sie entlasten die Eltern und was auch wichtig ist, sie lassen die Eltern in dieser schwierigen Situation nicht alleine. Dank der Arbeit der Kinderhospize können Eltern und Kinder noch einmal schöne Momente erleben und es wird ein Stück Normalität geschaffen. Dafür sagen wir Danke. Wer mehr Informationen zu dem Thema haben möchte, der findet die unten bei den Links. Zum Abschluss möchte ich natürlich auch nochmal Werbung für die Nachspielzeit machen. Das Thema diese Woche, der Wald. Er ist nicht nur Lebensraum für viele Tiere und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, nein, er ist auch ein super Klimaschützer. Die Wälder von Nordrhein-Westfalen binden 7,48 Millionen Tonnen CO2. Im aktuellen Haushalt sind 133 Millionen Euro Fördergelder für den Wald bereitgestellt. Zu Gast waren Rainer Deppe, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, und Berno van Landsberg-Fehlen vom Waldbauernverband. Reinschauen lohnt sich, der Link, na klar, in der Beschreibung. So, das war's vom Update für NRW. Wie immer an dieser Stelle wünsche ich euch ein schönes Wochenende und hoffe, dass wir euch gut informieren können. Mehr Infos gibt es auch auf unseren anderen Social-Media-Kanälen. Ciao und auf Wiedersehen.